Ich würde den eher nehmen als so A35 oder ein Audi S3 oder Golf R. Alter, der hat aber Speed drauf. Audi Ferrari. Du kannst auch 1000 PS haben und jemand, der gut fahren kann, mit 200 PS ist schneller als du. Ah, das ist dann immer so der schmale Grat zwischen cool und assig. Ja, macht schon Spaß, ohne Scheiß. Die finden die Form vom Einser nicht mehr so schön wie den alten. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal M4Life und hinter mir seht ihr es. M135i ist heute am Start. Es ist leider nur noch ein 4-Zylinder, 2-Liter Motor, kein 6-Zylinder mehr. Hat 306 PS, 450 Newtonmeter. Aber ich finde, er ist gar nicht so schlecht, wie viele immer behaupten. Und ich bin ja unterwegs auf der Landstraße heute. Wir Zeiten messen 0 bis 100, 100 bis 200. Verbrauch werde ich euch nochmal mitteilen. Und wie er sich so fährt und schlägt auf der Landstraße, Autobahn. Und ja, ich zeige euch den jetzt mal von vorne. Wir gehen einmal ums Auto rum, was sich so geändert hat und so. Und wenn es euch gefallen lassen, Daumen nach oben. Da würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt. Und wir haben wunderschönes Wetter. Und jetzt sage ich mal, los geht's. Viel Spaß mit dem Video. Da ist er endlich. Ich hoffe, es ist nicht zu windig hier. Aber schaut euch den mal an. Liebe Grüße auch noch an Procar in Hagen. Liebe Grüße an Sebastian und Erik. Könnt ihr mal sagen, wie euch da von vorne gefällt, wie der Eindruck ist. Der hat ja so serienmäßig auch LED-Scheinwerfer verbaut. Und ja, diesen Mesh-Grill finde ich auch ganz gut. Könnt ihr das auch mal sehen. Und was ich auch ganz schick finde, seht ihr das hier? Unten die Lippe so ein bisschen angedeutet schon. Da könnt ihr es auch noch mal sehen. So, und was ich euch noch mal zeigen wollte, schaut euch mal die Bremse an. Das sind jetzt leider nur die Winterreifen und Winterfelgen. Guckt euch das mal an. Also mehr geht da nicht. Und ja, das ist so eine Color Edition der M135i. Und ich blende noch mal so ein Bild ein mit den richtigen Felgen. Die haben auch eine andere Farbe. So sieht es aus. Geht auch wieder auf, wenn ich mich näher. Wir schauen gleich den Innenraum ein. Wir gehen einmal nach hinten. Und hier ist es auch nochmal. Gerade an der Dachkanten-Spoiler. Finde ich sehr schön. Nicht zu fett. Nicht übertrieben. So, schauen wir uns immer von hinten an. So, wenn wir mal in die Hocke gehen hier. Ja, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Also, mir gefällt er ganz gut. Kompakt. Schick. Natürlich, wenn du jetzt hier unten schaust. Der Diffuser hinten. Sieht auch sehr gut aus mit diesem Mesh-Design. Ja. Ich finde auch die Scheinwerfer sehr schön. Vorne LED-Scheinwerfer hinten. Und was du so sagen musst, also es gibt jetzt Ausstattung am Einser, die gab es früher gar nicht. Und das ist schon ganz cool. Aber auf der anderen Seite ist das eben schade mit dem Motor und dem Heck, weil das ist Allrad. Den kriegst du nur als Allrad-Variante. Und ja, viele sagen mal so, so ein alter M135i hat mir Spaß gemacht. Das Heck kam immer schön. Und was viele auch immer sagen, die Silhouette, die finden die Form vom Einser nicht mehr so schön wie den alten. Und ihr könnt auch nochmal runterschreiben, was ihr davon haltet. Also viele sagen, ja, vorne war der ein bisschen länger gezogen und es passte alles so als, ja, sah ein bisschen hübscher aus als der, so kompakt zusammen. Aber wie gesagt, ich finde, der ist ganz schick, sportlich. Ab 51.000 Euro gehen die los, die Autos. Und Verbrauch habe ich jetzt gerade mal so gehabt, so im Durchschnitt. Stand auf dem Tacho 11,2 Liter. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal den Innenraum. Das ist ganz wichtig, weil das ja diese Color Edition ist. Dann gehen wir mal rein hier. So, dann seht ihr das hier auch. Schaut euch das mal an. Seht ihr das hier mit den Farbakzenten hier, mit den Sitzen, die sehen sehr, sehr schön aus. Das Lenkrad ist sehr schön. Das digitale Cockpit und so, das kennt ihr auch alles. Das sieht dann so aus. Ja. Und so sieht es Innenraum aus. Unten nochmal Wahlhebel. Habt ihr noch keine Schiebetaste? Und hier sieht ihr auch nochmal großes Panoramadach. Da hängt meine Kamera schon von den Fahrten. Jetzt zeige ich euch doch mal die Rückbank. So, wenn wir es so mal hinsetzen. So sieht es aus hier. Von vorne. Wenn ich mich jetzt hinsetze, 1,83 groß. Mal gucken, ob ich hier locker sitzen kann. So, seht ihr das hier? Ich mach mal so. Also, ich kann hier locker sitzen. Du hast auch hier Kopfstütze. Also nach oben hätte ich noch, ja, so eine flache Faust. Also ein bisschen Platz hätte oben noch. Wenn du so guckst hier, seht ihr das hier? Und von den Knien her, ja, ich komme schon dran. Es ist so gerade eben noch okay, finde ich so. Aber für einen Einser, ja, kannst du schon vier Personen mitnehmen, alle 1,80 groß. Kofferraum zeige ich auch nochmal, der ist auch nicht klein. Moment, ihr könnt das nochmal sehen. Unten habt ihr auch nochmal zweimal USB-C-Anschlüsse. Und so sieht er von innen aus. Ja, sieht er sehr aufgeräumt aus, das Cockpit kennt ihr ja. Und ja, finde ich sehr, sehr schön.
Was ich auch sehr schön finde, seht das hier, die Interieurleisten, so dieses Mesh-Design, so schwarzes Mesh-Design, auch in der Seitentür. Und ja, das macht, gibt alles sehr, sehr gutes Gesamteindruck. Das ist jetzt der Kofferraum, seht ihr das hier? Also, da sind meine ganzen Klamotten drin, also mal ein riesen Koffer. Hier auch nochmal ein Kamerakoffer, da ist meine Jacke noch drin. Und die Sitze könnt ihr, glaube ich, auch umklappen, genau, da seht ihr es da. Da ist der Hebel zum Umklappen. Ja, ich schreibe da mal drunter, wie viele Liter hier reinpassen. Oben hast du natürlich wieder Heckklappe automatisch, alles zu, Komfortzugang. Das ist natürlich auch hier. Ja, sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde, Zeit messen und dann zeige ich euch mal, wie sich der Wagen so schlägt. Ja, macht schon Spaß, ohne Scheiß. Ich hatte damals ja auch den 335i gehabt, serienmäßig mit 306 PS. Und das hat auch schon super viel Spaß gemacht, das war das schnellste Auto, was ich bis dahin hatte. Deswegen muss man immer so schauen, wer man kommt. Das Gute ist, er schaltet selber nicht hoch. Ja, also lässt sich, wie gesagt, wenn man so fährt hier so, hast du ein bisschen das Gewicht, merkst natürlich schon. Seht ihr das hier so? Das ist alles auf Sport. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und für den Alltag hast du auch die ganzen Features drin hier, die es damals nur in diesen größeren Modellen gab. Und ja, muss man ein paar Kompromisse eingehen, aber also mir macht das Spaß. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr draußen sagt zu dem Wagen. Sagt ihr, nee, der neue geht gar nicht mehr, nur noch der alte, lieber gebraucht. Mehr Kilometer und weniger Ausstattung, Hauptsache mehr Spaß beim Fahren. Ja, bin mal gespannt. Nee, aber ist auch total sicher. Also kannst damit ballern hier, da brauchst keine Angst haben, dass was passiert. Für den einen ist gut, für den anderen langweilig. Und für andere, die vielleicht im Winter irgendwo wohnen, wo es auch mal schneien kann und ja, viel schlechtes Wetter ist und so, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Zeit messen, dann nochmal Verbrauchsvideo auf der Autobahn, mal ganz entspannt fahren und vielleicht auch mal schneller fahren. Mal gucken, was der Verkehr zulässt. Und ja, dann geht es gleich weiter. Sitze sind sehr, sehr bequem. Das ist gut in den Seitenhalt hast du da. Die Übersichtlichkeit finde ich top. Also das ist wie bei allen neuen Modellen. Natürlich ist es wieder Geschmackssache, ob man lieber ja, das alte Display mag. Nicht so mit dem digitalen eben halt. Aber daran müssen wir uns ja wohl, glaube ich, alle gewöhnen. Was ich auch gut finde, von der Ausstattung her hast du sehr, sehr viele Sachen drin, die es früher gar nicht so gab. Zum Beispiel hast du jetzt auch serienmäßig sind LED-Scheinwerfer verbaut. Du hast hier Head-Up-Display drin. Früher gab es das ja gar nicht beim 1er, Head-Up-Display. Und ja, finde ich sehr gut. Wie gesagt, so Materialien fühlen sich auch sehr hochwertig an. Ich blende dann immer so die Bilder mal ein hier. Dieses Mesh-Design von der Interieurleisten, das passt ganz gut hier ins Cockpit. Und ja, es fühlt sich alles sehr gut. Also nichts knatscht oder für einen Einser. Ja, sehr gut. Bin mal gespannt, haben wir Cardon ist auch verbaut. Da Plus und so, das kennt ihr auch alles. Und ja, jetzt werden wir gleich mal Landstraße fahren. Ich habe mal geguckt, liebe Grüße an Erik. Erik fährt denn hier den Wagen und er hat jetzt einen durchschnittlichen Verbrauch von 11,8 Liter. Das weiß ich natürlich nicht, wie Erik gefahren ist. Ich frage ihn gleich nochmal, wenn ich den Wagen wieder abgebe und dann blende ich das unten nochmal ein. Aber ansonsten bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt gleich mal Landstraße fahren. So ein bisschen Kurven hier durch Sauerland und so, das ist ja perfekt dafür gemacht, der Wagen. Obwohl vom Gewicht 1500 ein paar zerquetschte wiegt er. Ist aber heutzutage eigentlich relativ nicht viel, wenn man so andere Modelle sieht, die ja, trotz Elektro oder so weit nach oben gehen. Aber ich bin mal gespannt, wie das da draußen für euch ist mit der Optik, weil von außen her schreiben ja immer viele von euch da draußen, ja, der alte 1er war viel besser, weil der war vorne, die Frontschnauze war länger eben halt und hinten das Heck und so. Das wirkt ja alles viel kompakter und bulliger irgendwie. Und ja, und dass es den jetzt hier nur mehr als Vierzylinder gibt, nicht mehr als Heck, sondern als Allrad. Ja, das sind so ein paar Sachen, die ein bisschen traurig sind, aber ja, man muss da gucken, wo natürlich dann die Vorteile sind. Das kann ja jeder von euch selber entscheiden, wenn er sagt, ne, ich mache mal eine Profahrt. Das hatte mir der Verkäufer gerade auch nochmal gesagt. Viele Leute, die sich den Wagen einmal schnappen zu Profahrt, die meinten, hey,
Ja, wir wollten eigentlich 6-Zylinder haben, aber der 4-Zylinder ist auch ganz gut. Ja, so kam die dann wieder von der Profahrt und ja, das muss man dann selber entscheiden, was einem wichtig ist. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass man ja so versucht, das Beste aus allen Welten so zu machen. Wäre natürlich schöner, wenn jetzt hier ein 6-Zylinder drin wäre, aber ja, ihr wisst ja genau mit Verbrauch und alles. Also ausstattungsmäßig und Innenraum und so ist BMW echt nach vorne gegangen. Das ist ja hier so Kandidat gegen den Golf R oder Mercedes A35 oder so ein Audi S3 und so. Das ist so die ganzen Konkurrenten hiervon. Und ja, da sind viele, die draußen sagen, also vom Innenraum ist der BMW ganz weit vorne. Das war früher mal nicht so. Da war es eigentlich andersrum. Da war Innenraum ein bisschen spartanisch, was viele aber mögen. Nur das Wichtigste konzentriert eben halt, beschränkt. Und dafür fahrerisch. Also Heck, Driften und Sound, den 6-Zylinder und so. Das war immer so. Ja, und jetzt ändert sich das so ein bisschen, kippt das so ein bisschen. Ja. Aber so ist es, wie es ist. Sagt man das, oder? Aber ich habe das alles auf Komfort. Und wenn man so ganz normal kann, es auch entspannt fahren. So eine kleine Gedenksekunde hast du beim Anfahren. Das fällt mir auf. Der Fahrwerk ist straff, sportlich. Aber jetzt auch nicht, wo man denkt, wenn du im Huckel fährst, dass es zu hart ist oder so. Ist schon alles gut aufeinander abgestimmt. Feedback von der Bremse, gerade auf der Autobahn, habe ich ein paar Mal gebremst. Das ist auch sehr gut. Du hast sofort so ein griffiges Gefühl. Ja, aber das erwartet man ja auch vom fast Neuwagen, oder? Bremse habt ihr gesehen, ich blende nochmal so ein Foto ein. Also, die Felge passt gerade eben noch so auf den Bremssattel. Das ist wie bei meinem M4 mit meiner Keramikbremse. Da passt da auch nichts dazwischen. Jetzt habe ich mal geguckt. Ich blende euch das auch nochmal ein. Also Verbrauch ab Werk 10,2 im Schnitt. Touchscreen funktioniert auch alles einwandfrei, flüssig, schnell. Also dürfte es auch bei den ganzen Modellen, die neu sind, eigentlich auch keine Unterschiede mehr geben. Dann werde ich jetzt mal den Verbrauch gleich nullen. Dann werden wir mal eine spaßige Runde auf der Landstraße fahren. Und dann bin ich mal gespannt, wo so der Verbrauch sich einpendelt, wenn du ein bisschen Spaß hast mit dem Wagen hier. Machen wir mal auf S. Mal gucken, machen wir ein bisschen Sport. Da könnt ihr es auch noch mal sehen, Sport kannst du auch individuell konfigurieren. Du kannst jetzt die Lenkung auf Sportkomfort machen, Motor auf Sport und Komfort und Getriebe auf Sport und Komfort. Und apropos Getriebe, normalerweise ist ja bei BMW mal ZF 8-Gang-Automatik verbaut. Und da der Motor hier quer verbaut ist, passte die wohl nicht mehr rein. Und jetzt ist ein anderer Hersteller hier verbaut, eine Wandlerautomatik. Aber wenn ich jetzt so gucke, die schaltet auch sehr, sehr schnell. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied zur ZF 8-Gang-Automatik gemerkt. Hier seht ihr auch nochmal die Qualität von der Rückfahrkamera, auch mega. Wenn ich da andere Autos mal teste oder so, die sind da nicht so schön. Ah. Aber ich weiß jetzt nicht, was da erkennt hinter mir. Ja, der ist so ein bisschen eben, ist jetzt nicht super extrem, aber ich finde das auch, wenn es zu viel ist. In irgendeinem Video hatte ich es mal gesehen, da war das nur am Knallen und Blechern und das ist dann immer so der schmale Grat zwischen cool und assig. Da muss man schon immer aufpassen, wenn das dann zu viel ist. Also leistungsmäßig soll der unter 5 Sekunden 0 bis 100 gehen. Ich glaube 4,8. Und wenn du dieses M-Performance-Paket hast, dann hast du auch noch so eine Overboost-Funktion. Dann kommst du 4,7. Ja, so ein bisschen grinsen muss ich ja schon. Keine Ahnung, das ist einfach so. Ja, also macht schon Spaß. Also langsam ist das auch nicht. Ohne Scheiß, man vergisst das immer. Man ist immer so in so einer anderen Welt, wenn man hört so 306 PS, was sind das? Wenn du so überlegst, ja, klar hatte mein M4 600 PS, klar hat mein M3 420 PS oder 400 PS, wenn er nach unten streut. Aber 306 PS ist jetzt auch nicht langsam. Man muss immer gucken, wovon man kommt, was man vorher gefahren ist. Aber ja, das ist schon nicht wenig. Und wenn wir jetzt gucken, es kommt ja nicht auf die Höchstgeschwindigkeit an. Ich meine, diese kurzen kleinen Strecken, dieses Beschleunigen und so hier auf Landstraßen, da kannst du 1000 PS haben und jemand, der gut fahren kann, mit 200 PS ist schneller als du. Aber was du jetzt auf jeden Fall merkst, der ist schon sehr wendig und so. Aber was viele bemängelt haben, so ein bisschen eben halt, wenn du das kennst, so mit dem X-Drive, dass das nicht so sehr auf Heck ausgelegt ist wie bei den anderen größeren Modellen. Ja, also es ist alles sehr, sehr gleichmäßig, aber es macht schon Spaß. Ja, Spaß kannst du auf jeden Fall mit haben. Es ist bloß so,
du fährst wie auf Schienen eben halt, so als, ja, als BMW-Fahrer so ein bisschen das Heck ausbrechen und so. Und bei meinem M4 war es auch so krank. Oh mein Gott. So, wenn du da ein bisschen draufgedrückt hast, ganz Hecken weg und du hast ja immer gemerkt, wie viel Power da ist und naja, es war ein bisschen spannender. Also die Automatik ist mega schnell, hört ihr ja. Wenn ich hoch und runter schalte, Bremsen auch sehr gut. Mal diesen Teller da. Oh, macht schon Laune. Verbrauch, wenn ihr jetzt zügiger unterwegs bist. Also ich habe 12,7 Liter im Schnitt. Boah, ich glaube so 13 Liter kriegst du schon hin, wenn er immer ein bisschen hier die Sau rauslässt. Seht das hier? Verbrauch. Ab Fahrtbeginn 12,6. Jetzt kannst du hier draufklicken. Wir machen mal ab Werk. Und da seht ihr das hier. Ab Werk sind 10,2. Ah, man sieht das auch mal hier, wie viel die Gas gegeben haben und nicht. Wenn ihr gefahren sind, Komfort gefahren sind, Sport gefahren sind, die sind eigentlich nur ein Komfort. Also kannst natürlich noch sparsamer fahren. Naja, aber so der erste Eindruck, Leute, ohne Flachs, ist schon sehr gut vom Wagen. Ist dann immer so die Sache, was du haben möchtest, wie viel, ob du lieber einen Gebrauchten holst, ein älteres Modell. Aber da hast du die ganzen Features wieder nicht drin, die du gerne haben möchtest hier. Das Gesamtpaket auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr auch so der Meinung wart, so immer, ja, 6 Zylinder, muss immer 6 Zylinder sein und bleiben, fahrt mal so eine Probe und dann schreibt nochmal drunter unter dem Video, wie ihr die Probefahrt fandet. Oder vielleicht habt ihr es schon gemacht, ihr habt schon Erfahrung mit der Probefahrt, dann schreibt das auch nochmal drunter, wie ihr den Motor fandet, ob es vom Klang her ist okay und vom Durchzug, oder sagt ihr, ne, da habt ihr was vermisst, oder ist es mehr so das Fahrerische, was ich euch gesagt habe, vom ja, Spaßfaktor und vom Klang natürlich. Ah, da hat er was Speed drauf. Audi Ferrari. Was ich auch immer sehr, sehr gut finde, wenn ihr jetzt noch nie so BMW gefahren seid. Bei BMW sitzt du immer irgendwie enger am Cockpit. Das ist alles mehr auf dich zugewandt. Und ja, in den anderen Modellen, was ich so gelesen habe, im Golf Air oder so, da ist natürlich mehr Raumgefühl, mehr Luft und so. Aber hier ist irgendwie so Maßanzug. Das ist irgendwie schon ganz cool. So, jetzt wollen wir doch gleich mal schauen, wo wir liegen hier. Machen wir mal auf S. Sport. 100 bis 200, bin ich mal gespannt. Was schätzt ihr denn? Ich habe keine Ahnung, du. Ich habe es mal gemessen, es ging natürlich berg runter, geht es hier immer, das muss ich nochmal korrigieren. Aber 12 Sekunden, da ging aber berg runter. 14, ich schätze mal so 14 wäre schon ganz cool. Aber wir machen mal noch eine Messung. Da kommt leider nichts mehr. Aber so um die Kurven hier. Oh, du merkst schon, da kommt so nach außen. Oh, da schon die Gänge rein, du. Jetzt fahren wir einfach mal ganz entspannt, 120, 130 und dann gucken wir mal, wie der Verbrauch ist. Da sind wir 12 Kilometer gefahren, so 130 im Schnitt und Verbrauch liegt bei 6,8 Liter. Ja, dann habt ihr da auch schon mal so eine Richtung. Also 6 bis 7 Liter ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr Spaß haben wollt, sind wir es doppelt. Ihr könnt das nochmal sehen, 6,5 Liter.
in 15, 14,2 Kilometer. So Leute, Probefahrt ist vorbei. Ich habe ihn mir heil nach Hause gebracht. Also, ich zeige euch den Wagen jetzt nochmal. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Er fährt sich sehr gut, sehr sportlich auf Landstraßen und so. Da hast du ja gesehen, also hier durch Sauerland, und hat echt Spaß gemacht. Klar, vermisst man ein bisschen den Sound vom Sechszylinder und das Heck, dass das ein bisschen quer kommt oder so, ein bisschen tänzelt. Das fehlt so ein bisschen, der ist einfach zu safe abgestimmt mit dem X-Drive. Aber auf der anderen Seite, ja, ist eigentlich so ein perfekter Allrounder. Und Verbrauch habt ihr gesehen, 6 bis 7 Liter, wenn ihr normal fahrt. Ansonsten so 13 Liter, 12 bis 13 Liter, wenn ihr Spaß habt. Aber ich zeige euch den jetzt nochmal. Schick, schick, schick. Von vorne gefällt er mir auch sehr gut. Könnt ihr auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Wenn ihr jetzt so guckt hier, sieht doch eigentlich, ja, schon ein bisschen böse aus. Ist ja so ein Ausdruck bei uns BMWler. Und ja, auf jeden Fall Sitze waren auch sehr gut. Bremse ist sehr schön. Ich, wie gesagt, ich blende nochmal das ein. Hier seht ihr es auch nochmal mit den Sitzen. Sehr bequem. Und ja, diese Color Edition ist mal was anderes, dass du nicht immer so eintönig hast. Und hier kannst du es sehen eben halt. So, vor allen Dingen das Panorama, da fand ich sehr schön. Sehr heller Innenraum dann. Ja, Lenkrad ist auch gut. Ja, eigentlich kann man sich nicht beschweren. Vielleicht preislich, weiß nicht, was ihr davon haltet. 51.000 Euro geht's los. Und ja, so sieht es auch von hinten aus. Macht eigentlich alles richtig. Und ich glaube, ich würde den eher nehmen als so ein A35 oder ein Audi S3 oder Golf R. Naja, das wäre jetzt nichts für mich. Dann würde ich lieber so ein BMW nehmen. Aber so ist das nochmal. Ich bin BMW durch und durch. Ist einfach ein bisschen BMW krank. Und da seht ihr es nochmal. Und wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen da oben. Na, ihr könnt auch nochmal drunter schreiben, was ihr nochmal sehen wollt. Von Proka aus Hagen oder Iserlohn. Vielleicht haben wir ja irgendwas Schönes für euch da draußen im Angebot. Dann schaut mal vorbei. Ansonsten schreibt einfach mal drunter. Jetzt, die haben auch so einen coolen Wagen. Testet den nochmal. Bin mal gespannt. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.